aus der Rima-Karten, der gesamte Rima-Karten gibt es schon länger, aber zumindest jetzt die Erweiterung ist jetzt heute, wie wir gesehen haben, nicht der, die Erweiterung ist eingestürzt, aber die gesamten Dominosteine sind gefallen. Ja, mein Name ist Alexander Heinze, ich werde hier die kleine Gesprächsrunde moderieren heute. Ich bin Korrespondent für Bayern bei der Immobilienzeitung, einer Fachzeitschrift für die Immobilienwirtschaft. Ja, 18.500 Quadratmeter mehr haben die Agraren jetzt. Ja, 122.000 Quadratmeter Einkaufserlebnis bietet sich jetzt den Münchnern hier im Osten und in den umliegenden Gemeinden. Als Eigentümerin hat die Union Investment 65 Millionen Euro investiert. Jetzt begrüße ich auch gleich auf dem Podium Volker Loack, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate. Das Konzept der Erweiterung stammt vom Architekturbüro Almann Sattler Wattner aus München, der das Center ja auch schon in der ursprünglichen Form entworfen hat. Und ja, ich begrüße den Architekten und Stadtplaner Herrn Professor Ludwig Wattner. Um die Vermietung, so ein Center muss ja auch voll werden, kümmert sich die MFE Shopping Center Management. Das ist eine Abteilung oder eine Division der Unibail Rodamco Gruppe. Und die MFE übernimmt auch das Center Management. Hier begrüße ich Andreas Hohlmann, der Regional Manager Director Germany von Unibail. Und Herrn Ivica Pabucek, der Center Manager der Unibail. Was bedeutet denn die Erweiterung der Rima-Karten jetzt für die Struktur des Ja, vielleicht kann ich erstmal sagen, dass wir uns natürlich sehr freuen, dass wir nach einer langen Strecke von, ich glaube, 18 Jahren jetzt noch nicht ganz, aber doch überwiegend fertig geworden sind. Das freut uns natürlich jetzt gemein. Wir kommen ja auch nochmal darauf zurück. Ich glaube, wir haben hier den letzten Baustein sozusagen, um es ja im Dominostein dann noch ein bisschen umzusetzen. Zur Fertigstellung. Neben den Einzelhandelsflächen wird hier noch ein weiteres Hotel-Einkauf entstehen durch die Module One. Das macht, glaube ich, guter Sinn, im Hintergrund hier auch diese Spange dann zu setzen. Und nach vielen Gesprächen und vielen Jahren haben wir das sozusagen als Idealbesetzung für die Erweiterung, die ja ein bisschen überfällig war. Vielleicht lassen wir noch mal eben eine Minute, ich würde auch wenn wir das heute nicht so ganz offiziell machen, aber trotzdem einigen Partnern danken. Insbesondere der Zudem-Gruppe, die es geschafft hat, in Budget und in Time, das ist ja, wie Sie alle wissen, nicht so ganz häufig, aber da können Sie jetzt wenig dazu schreiben, außer vielen Dank, es kann auch klappen, wenn Generalunternehmer und Investoren und Architekten zusammenarbeiten. Dann natürlich dann insbesondere in den letzten Monaten, insbesondere das Center Management der MFI, die ihren hervorragenden Job gemacht haben, nicht nur die Steine aufgestellt haben, sondern eben auch dafür gesorgt haben, dass wir die Flächen hier heute schon in einem Zustand sehen können und natürlich last but not least unsere Mietpartner, die mit uns hier diesen Weg der Erweiterung der Rima-Karten gegangen sind und weiterhin das Konzept des stationären Einzelhandels mit uns im Herzen tragen. Ja. Nochmal die Frage, klar, ja. Fertiggestellt rechtzeitig, ist ja kein Flughafen, ist ja schon ein Shopping-Center. Aber was bedeutet jetzt für die gesamte Struktur hier des Centers, dass jetzt dieser Erweiterung jetzt dazu kommt? Ich glaube, es ist stadtplanerisch ein toller Abschluss. Wattner wird da sicherlich mehr dazu sagen können. Ich glaube, wir sind alle hier noch auf dem Platz. Da haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass wir noch ein bisschen was gemeinsam erreichen können. Aber ansonsten ist das, glaube ich, hier für das gesamte Quartier, wie der selber gesagt, Flughafenentwicklung, langer Bauhorizont. Wir leben sicherlich auch ein bisschen davon, dass München sich ganz hervorragend entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber das ist auch der Meinung, dass wir hier für das Shopping-Center-Quartier insbesondere nicht nur für das Nahumfeld, sondern auch für diese weiteres Umfeld ein tolles Angebot schaffen können. Und ich glaube, dass das macht es sinnvoll, hier zu investieren und eben auch das Ganze zu erweitern, um sozusagen Zahlungen zu schaffen. Herr Pabucek, interessant natürlich für die Leute, die hier einkaufen wollen, auf welchen neuen Mieter können sich denn die Kunden hier freuen? Also einige werden es wahrscheinlich schon gesehen haben, der Pick und Kloppenburg als Ankermieter in den Erweiterungsbau, der Intersport, Biokultur und dann natürlich auch der Aldi, der lange beigesehen ist, wie es auch schon bereits gesagt hat, einfach um das Angebot wirklich hier bei uns in der Messestadt zum einen zu komplettieren, als auch dann natürlich das Angebot unseres Centers auch im Hinblick auf eine Destination, wie wir das bei uns im Hause nennen, weiter noch zu festigen und zu stärken. Also ich habe hier alles von meinem täglichen Bedarf. Ich kann hier shoppen, ich kann hier essen,
kann ich bekannterweise dann auch warten mit den beiden Hotels, die wir dann perspektivisch auch haben. Nach welchen Kriterien wurden die Mieter ausgewählt? Inwieweit jetzt die Zusammenfassung auch zugestanden? Wir haben natürlich Rückmeldungen von unseren Mietpartnern schon bekommen, von unseren Kunden natürlich auch Rückmeldungen bekommen. Wir haben uns den Standort sehr, sehr genau angeschaut, zusammen auch mit dem Eigentümer, mit dem Investment, welche Mieter würde am meisten Sinn machen, welcher passt ins Portfolio, welcher fehlt uns noch. Und basierend auf den Ergebnissen haben wir uns dann für die Mietpartner entschieden, die wir jetzt haben und perspektivisch schon auch bekommen werden. Herr Hohmann, Unibail besitzt und betreibt 67 Shopping-Center, davon 25 in Deutschland. Was ist jetzt aus Ihrer Sicht das Besondere, was man im Team Arcaden so besonders in diesem Portfolio an Shopping-Center, die wir haben, auch im Vergleich zu anderen? Also ich denke, es sind zwei Dinge, die man da sehr eng im Blick haben muss. Das eine ist, wir reden hier immer jetzt gerade vom Shopping-Center, aber es ist ein Stadtquartier, das hier entwickelt worden ist. Mit, einem Shopping-Center, aber eben auch mit Hotels, mit Wohnungen, mit Büro. Hier arbeiten über 2500 Menschen und ich glaube, ein Kernelement auch für die Zukunft sämtlicher Stadtquartiersentwicklung ist, dass man diese unterschiedlichen Nutzungen an einem Standort zusammenführt. Das ist ein großer Baustein des Erfolges. Und der zweite, den ich sehr wichtig finde, wir leben ja alle im Zeitalter dieses Gerätes. Hat jeder von Ihnen dabei? Die meisten von Ihnen benutzen uns hoffentlich nicht zum Shoppen, bitte. Aber bitte denken Sie daran, 65 Millionen ist jetzt die Investition. Das Investment, aber seit 2015, in den letzten drei Jahren, nochmal 40 Millionen hinein. Das heißt, das ständige Investieren in einen Standort, das ständige Weiterentwickeln. Wir sind sehr dankbar, dass die Union das genauso sieht, wie wir das sehen, ist eigentlich die Antwort darauf, wie man mit Internethandel umgehen muss. Ja, man kann ihn nicht bekriegen, man sollte ihn auch nicht bekriegen, er ist auch super angenehm, aber man muss Alternativen schaffen, wo die Menschen sich gerne aufhalten. Und das ist ein hervorragendes Beispiel. Es ist ja Ihre Aufgabe als Architekt, immer dieses Besondere auch zu schaffen, ne, dass die Leute gerne hinkommen wollen. Was war bei Ihnen so die gestalterische Idee hinter dem Standpapier hier? Ja, Sie haben mir vorweggenommen, dass wir hier nicht nur über ein Shoppingcenter reden, sondern ein Stadtquartier. Ich meine, die ganze Geschichte von Riem, der ehemalige Flughafen, ist ja schon eine besondere Geschichte, ein neues Stadtquartier. Relativ natürlich isoliert von den anderen Teilen. Das ist das Problem des Flughafens gewesen, weil es vor der Stadt lag, jetzt quasi zu implantieren. Dafür war diese Mitte Riem und ich glaube, ich bin jetzt hier der Dienstälteste, der dieses Projekt begleiten darf, 18 Jahre lang. Wir haben den Wettbewerb 2000 mitgewonnen zu beiden Teilen. Hamburger Kollegen NBS, das Shopping Center, quasi die eine Hälfte und wir die Mandelnutzung und das, was Sie hier sehen, auf der anderen Seite. Und ich denke, da liegt eigentlich der Schlüssel, dass die Stadt hier in diesem Quartier eine neue Mitte in Riem haben wollte. Mit allem, was dazugehört, Sie haben es gesagt, da ist nicht nur das Handeln, da ist das Gewerbe, da ist das Hotel. Und es war hier in diesem Gebäude Freizeit. Und damals Großraumdisco, Großraumkino, es waren ganz andere Illusionen, die ja auch noch ein Stück unserer jetzt verkürzten Laufbahn zeigen. Wir hatten ja damals die längste Kurzstrecke mit 480 Metern an Oval. Wir hatten Träume 2000. Die sich ähnlich wie das Shoppen in den 18 Jahren heute verändert haben. Und es gehört dieser große Platz dazu. Ich habe mich ja schon am Samstag in der Süddeutschen Zeitung dazu äußern dürfen. Auch da ist der Weg noch nicht am Ende, weil es hieß mal zu seiner Zeit, Platz kommt von Platz haben. Wenn ich mir den Platz anschaue, der ist so groß wie der Marienplatz, dann sieht man, dass er nicht wie der Marienplatz von Menschen ist, sondern er muss belebt werden. Und da muss ich auch sagen, die Shopping-Leute mögen es mir nachsehen. Ich glaube, es wird sich was verändern müssen, dass dieses Thema auch wieder nach draußen, ich war am Samstag hier, die Menschen brauchen den Raum. Man muss auch nach draußen in einem Einkaufszentrum, man muss innen und außen verquicken, um ein Quartier quasi auch zu digitalisieren. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel auch des neuen Online-Handels, weil auch der wieder in die Städte geht und seine sogenannten Flagship-Stores macht. Und die sehen in Orten, die belebt sind. Und ich glaube, da steckt noch ein wenig Experimentierfreude drin, auch für dieses Projekt. Und ich habe auch gesagt, der Platz muss, trotz Urheberrecht, unbedingt weitergedacht werden. Das kann so nicht sein. Ich finde aber übrigens sehr schön, dass unser Portikus, das ist ja so ein Relikt, 18-jähriges Relikt eben dieser 480-Meter-Strecke, den Raum zumindest räumlich jetzt erstmal abschließt. Und es war wunderschön zu sehen, gestern Morgen und am Samstagabend, wie das Thema des Filterns und des räumlichen Abschließens ein Thema ist. Soweit. Ich wollte vorhin noch fragen, kann man ja auch gehen? Das war ja damals auch die Überlegung, diese Laufbahn sollte begangen werden. Man sollte aus dem Freizeitgebäude, aus dem Fitnessgebäude, aus dem Hotel nach oben gehen und das Alpenpanorama sehen. Weil hier sieht man das Panorama auch in den Wohnungen, wenn sie oben sind, ist es präsent.
Aber es gibt zwei Dinge natürlich. Zum einen hat uns die erste wirtschaftliche Rezession damals ungefähr 300 Meter gekostet. Wir haben jetzt noch 140 Meter. Das zweite ist, wenn Sie heute sowas machen mit Begehbarkeit, was die Leute fordern, gibt es zwei Dinge. Das eine, dass die Stadt gesagt hat, Lärmemission nach draußen könnte die Nachbarn stören. Und zum anderen, so tragisch das ist, diese ganzen Suiziddiskussionen, die wir natürlich dann auch haben mit solchen Sachen, führten dazu, dass wir bei ersten Überlegungen nicht ein Meter hohes Geländer machen mussten, sondern auf einmal 1,50 Meter, 1,60 Meter. Das heißt, man baut Dinge auf, wo heute die Gesellschaft nicht mehr dazu in der Lage ist, über solche tollen Dinge eigentlich auch zu reflektieren, weil man da wieder andere Dinge mit verbindet. Das waren Sachen, die uns damals, wie wir schon weiter waren, auch beschäftigt haben. Aber es ist trotzdem so, dass dieses ganze Gebilde auch abends mit dem Licht diesen Raum abschließen sollte. Und ich glaube, gegenüber dem Messesee und dieser großen Weite, die ja auch natürlich dieses Stadtquartier in zwei Hälften teilt, die Messe ist nun mal ein autonomes Gebilde, ist es ganz wichtig für dieses Areal. Und da denke ich, müsste die Union Investment, auch die Center-Leute mit der Stadt noch im weiteren Dialog sein, dass wir hier mehr machen, wie nur das, was man hier sieht. Das wäre mein großer Traum und man kann da auch ausprobieren. Und ich denke, auch mit den Landschaftsarchitekten könnte man sicherlich reden. Die Frage gebe ich gleich weiter, Herr Morg. Haben Sie da schon Ideen? Wir haben Ideen, wir sind auch in Diskussion, aber es geht eben Dinge, die Sie auch angesprochen haben, es gibt Urheberrecht, es gibt viele Anregungen und wir sind jederzeit bereit, uns dazu zu stellen. Und ich glaube, es ist an allen Beteiligten, sich wieder an einen Tisch zu setzen und zu gucken, wie man das Stadtquartier dann insgesamt mit seiner Mitte noch ein bisschen besser überleben kann. Ja, also das ist für uns überhaupt keine Frage und Sie haben es ja eben schon gesagt, es ist für uns einfach eine Notwendigkeit, man kann es erahnen, wenn man es jetzt sieht, es ist da viel Platz, aber es braucht eben was, um das Ganze zu machen. Herr Ullmann, haben Sie schon Ideen? Also Sie rennen da bei uns offene Türen ein. Also wir stehen Gewehr bei Fuß und ich glaube, wir sind auch schon in Diskussion in der Stadt mit den Bezirken. Wir wollen das natürlich sehr gerne. Dieses Gedankengut, was es mal vor 10, 15 Jahren gab, dass man möchte, dass alle in ein Shoppingcenter eingehen, das ist natürlich, das sind Gedanken von gestern. Heute wollen wir nach außen offen sein. Wir haben ganz viel Gastronomie. Die Einzelhandelswelt ändert sich ja da. Wie schnell das Shoppingcenter heute aussehen und denn das? Was sind da so Probleme? Naja, das ist relativ leicht zu sagen, das werde ich jetzt nicht nochmal hochheben, weil dann ist der Gag, der wird ja nicht besser. Aber am Ende ist es so, das sind eben zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Einmal der Gedanke, eine Investition, am liebsten langfristige Mietverträge, um eine Investition zu sichern. Auf der anderen Seite immer kürzer werdende Entwicklungszyklen. Schauen Sie sich Mode an, da es gibt Anbieter, die bringen 12 Kollektionen pro Jahr auf den Markt. Das heißt, es ist eine unendliche Geschwindigkeit drin und das sehen Sie auch im Bereich Gastronomie, wo früher vielleicht mal ein Foodlord den Bedarf gedeckt hat, haben wir heute Gastronomie in allen Facetten und das geht ja geradezu ein, dass wir das ja dann nach außen öffnen. Wir sind ja hier auch in der Fläche, die nachher eine Gastrofläche werden wird, auch mit hoffentlich Außenbereich. Also wir werden unseren Beitrag gerne dazu leisten, diesen Platz lebendig zu machen und wir finden den Gedankengang unter sich. Wir müssen auch Architekten darauf reagieren, indem die Planung auf die neuen Formen sind? Ja, ich musste mir schon sagen lassen, Architekten haben von Centerplanung keine Ahnung, das ist aber schon lange her. Und es ist natürlich eine Frage, die zum Rolltreffen, all diese ganz wichtigen Fragen, wie man sich als Mensch bewegt. Wir haben ja in Pasing mit den gleichen Betreibern auch ein großes Center gebaut, das glücklicherweise aufgrund des Bebauungsplans sehr längst orientiert sein musste. Man kann da draußen sehen, wie diese Schmalheit des Innen und Außens aktiv belebt. Weil München ist eine schöne Stadt, München ist eine sonnige Stadt, hat man am Wochenende gesehen. Und ich denke auch hier selbst in der Mitte wäre es schön, wenn dann Schirme, also wenn wirklich gut gestaltete Dinge, ich sage mal ganz offen, keine Hüpfburgen, keine Dinge, die sind alle ganz schön, aber es gibt in München einfach schöne Plätze und man kann Plätze gestalten. Wir haben auch gesagt, damals waren wir mit unseren Landschaftsarchitekten, hatten wir Baumgruppen, wir hatten Dinge drin, die Menschen brauchen einfach etwas, wo sie sich orientieren können. Und ich glaube, das würde gehen und würde trotzdem zulassen, dass sie 3-4 Mal im Jahr Markt machen, dass man Dinge macht. Der Elisabethmarkt in München, der lässt auch zu, dass es ein Marktplatz ist, trotzdem mit den Bäumen drauf. Also man muss einfach reagieren und muss die Aufenthaltsqualitäten forcieren. Das Hotel gegenüber gestern Vormittag belebt nach draußen, hier unten, das wird auch belebt sein, alles an den Rändern. Und wir müssen schaffen, dass wir diese Fläche in der Mitte, die groß ist, attraktiv machen, sodass die Menschen sich aufhalten. Und ich glaube, dass das gar nicht widerspricht gegenüber diesem Thema, was jetzt hier auch in der Innenwelt stark ist, weil wir hier mit diesen zwei Fugen, die ja immer eine Achillesferse waren, etwas Natürliches geschaffen haben in der Verwebung quasi von Stadt und Kaufen. Und man kann sie in der Münchner Innenstadt sehen und ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was sie sicherlich zukünftig auch weiter
weiter beschäftigen wird. Und da habe ich überhaupt keine Sorge, dass das nicht geht, sondern es muss einfach nur aktiv auch angegangen werden. Da gehört aber auch die Stadt München dazu, die einfach zulässt, dass man hier wirklich gut bespielt, dass man vielleicht ein paar Hülsen machen kann, dass man Schirme auch nach vorne stellen kann und nicht jeden Pflasterstein unter Denkmalschutz fällt oder unter Urheberrechtsproblemen irgendwie mit diskutiert. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Der öffentliche Raum kann eigentlich meines Erachtens nicht mit Urheberrecht belegt werden, weil der verändert sich ständig. Das ist eigentlich eine große Brücke auch in diesem ganzen Thema. Gutes Thema, aber fühle ich mir zu weit. Ein bisschen weit. Herr Hauberseng, sind die Klimakarten jetzt dann fertig? Die Flächen sind vermietet, gebaut ist es? Oder bebaut ist es? Ja, aber fertig sind wir grundsätzlich nicht. Wir sind natürlich immer daran interessiert, das Center weiterzuentwickeln, den Mietermix weiterzuentwickeln und zur Positionierung auch weiterzuentwickeln und immer weiter zu optimieren. Das ist jetzt der erste Schritt, den haben wir jetzt geschafft, die Erweiterung ist eröffnet, aber am Ende sind wir noch gar nicht. Herr Dock, wurde ja schon mal angedeutet, die Arkaden sind ja nicht nur jetzt ein Einkaufszentrum, sondern eben auch ein Stadtquartier, ein Stadtteilzentrum. Welche Bedeutung haben solche Nutzungen jetzt auch für die Investment? Ganz erheblich, wenn man weiß, dass wir insgesamt, glaube ich, knapp 35 Milliarden Assets under Management haben, die auf 22 Länder verteilt haben und sagen kann, 9 Milliarden davon stecken in Shoppingcentern, dann weiß man, dass das grundsätzlich natürlich ein ganz erheblicher Teil ist, den wir gerne weiterentwickeln. Es ist in der Tat so, dass man Center nicht mehr kaufen kann, sich dann irgendwie hinlegt ins Portfolio, irgendwann mal einen Mieterwechsel hat und dann läuft das schon. Es ist nicht nur hier an dieser Stelle, sondern auch in anderen Zentren, dass sie erheblich neu investieren müssen, neue Ideen bringen müssen und eben der neu gewachsenen Konkurrenz, aber auch der neu gewachsenen einzelnen Mieterschaft etwas bieten müssen. Aber eben auch mehr als ein Food Court, es geht noch vielleicht wieder ein bisschen mehr als ein Entertainment, Anlegen zu machen, die Leute eben im anderen helfen, als im Internet zu schauen, das ist für uns wichtig, das ist für den Fonds, das ist für den Deutschland, der ja normalen Menschen in Deutschland auch wesentlich gehört. Anlegern, die hier ihr Geld investiert haben mit 600 Millionen, die machen da rund 5% raus von dem Fonds. Das ist damit das größte Objekt, soweit mir das in das gesamte Portfolio ist. Das ist schon ein Statement und wie gesagt, völlig dabei ist es nicht nur ein Shopping Center, es ist eben viel mehr, sonst kommen wir gesund natürlich auch nicht zusammen. Jetzt galt ja nicht lange Jahre auch als schwieriger Stadtteil. Hat natürlich die Klimakarte so ein bisschen was geändert? Ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin, als Hamburger das zu beantworten, aber ich glaube, die Riemann-Karten haben sich wieder gesagt, das hat eigentlich sehr positiv entwickelt. Es war immer klar, dass wir mehr machen, dass wir in Weiterung, wir hatten nur die vier Planungen insgesamt. Ja. Es gab immer wieder neue Ideen, was man hier macht und wie das weitergehen soll. Ich glaube, es hat sich sehr viel geändert und ich glaube auch, dass es für die direkte Umgebung auch ein gewisser Anziehungspunkt ist. Ich werde jetzt nicht über die Architektur der Gegend hier sprechen, aber was ich vielleicht. Wenn Sie dichter dran sind, dazu noch was ergänzen, was dazu sagen. Nein, das ist wirklich ein großes Thema, das Riem letztendlich, und das ist eigentlich ein wenig getragen an der Geschichte, diese neue Stadtquartiersplanung, die ja vom Reichsrat her sehr viel Innovation und Dinge hatte, auch die Mitte, ein wenig stigmatisiert wurde in der Presse. Und das hat eigentlich mit anderen Dingen zu tun, die wir jetzt nicht diskutieren sollten. Aber es ist schon so, dass natürlich die Qualität sich bewiesen hat. So eine Stadtqualität an den Räumen, an den öffentlichen Räumen, an der Qualität der Architektur und natürlich auch, das ist mir ja auch nicht wichtig, aber als Architekt auch da, ist die Frage auch der Gestaltungspotenziale und der Möglichkeiten. Und es ist das Soziale, die soziale Mischung, die natürlich auch wichtig ist, weil Riem hatte viele Visionen, die auch in großen Teilen, wenn man den Messesee sieht, wenn man dieses ganze Bunkergelände sieht, wunderbar sind. Und das ist so ein typisches Thema auch in der Presse, es gibt andere Quartiere in München auch, wo man immer, wenn man irgendwie was Negatives sucht, bestimmte Namen sagt. Und ich bin hier lange Jahre schon in der Ring-Gestaltungskommission. Wir kämpfen immer um Qualität und zwar unser größtes Anliegen, weil wir nur die Mantelnutzung gemacht haben. Ich bin mir ganz begeistert von unserem Lobhotel, dass wir wirklich mit wenig Geld damals auch der MFI und der Union Investment quasi abgerungen haben, mit halben Zeugen ein Haus zu bauen, was heute nach 14 Jahren noch wunderbar ausschaut. Das ist ein anderes Gebäude. Wir haben auch hier versucht, bei dem Gebäude mit Sibylle als Partner und natürlich der Union, die wir ja sehr schätzen, als hanseatischen Kaufmann mit auch Qualitätsanspruch, deswegen haben wir ja auch viele Projekte gemeinsam, beziehungsweise wurden viele schon gekauft, dass wir hier ein wenig mehr machen, wie das, was man vielleicht als Investor heute machen müsste, um die Excel-Tabelle zu befriedigen. Also das ist uns wirklich wichtig, dass wir hier auch über Qualitäten reden. Wir sind noch nicht am Ende, wir wollen auch noch da so weit performen. Ich habe auch mit Sublin
vorhin schon mich da ausgetauscht, dass wir natürlich auch diese Details hinbringen. Und das alles zusammen sollte meines Erachtens dann auch endlich dann auch mal die Chance bieten, dass Ring sich entwickeln kann, ohne dass man so andere Dinge irgendwie rein diskutiert. Weil hier gibt es wahnsinnig viel bürgerliches Engagement. Hier gibt es ein Stadtquartierszentrum, was auch hier dabei ist. Hier gibt es wirklich viele Dinge, die die Menschen wirklich aktiv angehen. Und es wird sehr wenig in der Presse geschrieben, sondern es werden immer nur andere Dinge hervorgekehrt, die dem Stadtquartier nicht gerecht werden. Also ich glaube, dass das eigentlich eine Vorzeigestadt ist, die natürlich architektonisch, das muss man sagen, in vielen Bereichen extrem viel Luft nach oben hat. Und das ist jetzt mein Ding an Bauträger, die hier in München momentan ganz schnelles Geld ohne großes Gewissen auch verdienen wollen. Ja. Thema Internet, wie bringen Sie heute Menschen noch dazu, im Shoppingcenter zu gehen? Na, also ich denke, es liegt hauptsächlich am aktiven Gestalten. Ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt, dass wir nicht nur über die 65 Millionen sprechen sollten, die jetzt hier in die Erweiterung gegangen sind, sondern auch um die zusätzlichen 40 Millionen der drei Jahre zuvor. Und wenn Sie sich überlegen, dass fast über 30 Mieteinheiten auch in den letzten zwei, drei Jahren von insgesamt 140 geändert worden sind, erneuert worden sind, neue Mieter reingegangen sind, die Mieter da auch investieren, dann zeigt das einfach, dass man sich den Marktgegebenheiten anpasst. Und wenn man das stetig tut, dann führt das dazu, dass wir hier bis zu 9 Millionen Menschen das Shoppingcenter, aber auch das Areal besuchen und damit auch eine Lebendigkeit schaffen, die ja gewollt ist. Nur mit Architektur, nur mit Shopping wird man das nicht bekommen. Es geht um das Gemeinsame, aber dann auch um es zu beleben. Und ich glaube, 9 Millionen Besucher pro Jahr, das ist eine beeindruckende Zahl, die spricht für sich. Aber sind wir mit der Zeit, weil da ein Shoppingcenter noch zeitgemäß? Das ist eine gute Frage. Ich sage ganz offen, wir haben 2000 mit diesem Projekt das erste große institutionelle Projekt unseres Büros geworden. Wir haben vorher nur öffentliche Aufträge, Schulen, Kirchen etc. gebaut. Das war das erste große Projekt. Es sind jetzt 18 Jahre vergangen. Wir haben derzeit viele institutionelle Projekte, auch natürlich mit MFI, dann mit Uni Bayerlandau und natürlich mit Ihnen auch gebaut. Und ich beobachte das sehr interessiert, natürlich auch über so kleinere Forschungsprojekte an der Universität, wohin sich die Stadt entwickelt. Jetzt ist München natürlich eine Boomtown, die dann auch mit den Standorten, das haben wir ja auch in Asien gesehen und so weiter, dann extrem viel Kaufkraft hat. Ich glaube schon, weil wir sind gerade auch dabei, ohne jetzt Namen zu nennen, über Revitalisierung von Großkaufhäusern, das ist ja die andere Gilde, derer, über die wir heute auch reden, gerade eine Studie zu machen. Es wird sich was verändern. Es gibt aber auch schon Transformationen in der Stadt, Kaufhäuser, Klassiker in München, auch Traditionskaufhäuser, die es gut geschafft haben. Und ich denke, dass eigentlich nicht nur, weil die Erderwärmung uns mehr den Außenraum auch zuspielen wird, es wird eine andere Art des Vermietens geben müssen. Ich sage es ganz offen, ich glaube nicht, dass die Zukunft in den introvertierten Welten bleiben wird. Das ist meine These, jetzt bin ich auch schon lange Jahre dabei, weil ich mir einfach wünsche, und das ist ja auch hier, schauen Sie, wir haben hier einen Raum, wo man innen und außen verwebt. Wir haben auch bei Peek und Kloppenburg, wenn man reinkommt, einen Raum, wo man rausgucken sollte. Das ist immer so die Frage, wer kann mit diesen Dingen umgehen? Was sind diese Qualitäten? Wenn Sie heute in Museen gehen, gehen Sie nicht mehr nur introvertiert, sondern Sie haben auch mal einen Bereich, wo Sie nach draußen gehen. Und ich wünsche mir schon und hoffe, dass das zusammengeht, weil das Erlebnis kaufen, sieht man ja in München, wenn man in der Innenstadt ist, das nimmt ja unendlich zu, das ist in Hamburg auch nicht anders. Also da ist noch lange kein Ende in Sicht und darauf werden sicherlich die gut sortierten und auch gut konfigurierten Einkaufswelten auch reagieren. Und ich denke, da steckt viel Arbeit und auch viel Potenzial. Das ist meine These. Ich gehe lieber draußen einkaufen, sage ich ganz offen, wie innen aber jetzt nicht negativ. Fragen Sie jetzt nochmal zu den Arkaden. Was kann jetzt das Center versuchen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen hier nach der Eröffnung erwarten? Also wir haben natürlich viele Aktionen jetzt über die ganze Woche laufen. Das fängt los beim kostenfreien Parken zusammen mit unserem Partner Abkur. Wir werden da was Gutes auf die Beine stellen. Wir setzen das Thema Service, das Thema Qualität auch nochmal ganz stark in den Vordergrund, was einfach auch darauf aufbaut, was Herr Bohmann, was Herr Lange auch gesagt haben, quadratisch praktisch gut. Ja, das war vielleicht vor 20 Jahren so, aber jetzt das ganze Thema Aufenthaltsqualität hier auch nochmal in das Center zu bringen und zu tragen, das wird jetzt über die nächsten Tage unsere Aufgabe sein und auch das, was wir unseren Kunden dann auch nochmal bieten werden. Wird es über die Aktionen noch geben? Wir haben viele Aktionen, angefangen vom Shopping, was natürlich Style-Beratung und Styleboxen, die wir haben werden. Wir werden das ganze Thema Beauty auch nochmal aufgreifen, zusammen mit auch unterschiedlichen Mietpartnern hier im Haus. Wir haben einen Barbershop, wir haben einen Schminkenshop. Zusammen mit Saturn haben wir auch im
mal im Basement, auf jeden Fall minus 1 auch nochmal unterschiedliche Aktionen gestartet. Also, da steht auch einiges an. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Erstmal, das waren meine Fragen. Sind von den Kollegen noch Fragen an die Herren? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, vielen Dank nochmal für das nette Gespräch. Ihnen einen